Das wird der Titel dieser Folge. Herzlich willkommen zurück bei Ark Aberration. Mit Sinde, mit Xa, mit Hippo und mit Matze. Hallöchen. Hallihallo. Hallo. Und das Stimmchen aus dem Off, die gute Kia. Hi. Hallihallo. Ja, du musst uns jetzt gut zureden, Mut machen, beruhigend einwirken. Ein leises Om im Hintergrund ich hab einstimmen. Ich habe schon alle Hoffnung verloren. Ja. Also, wir erklären ganz mal kurz. Der liebe Herr Fail-Xa, ja, der Unfehlbare, ja, der Mega-Xa, der nimmt ist hier unterwegs und lootet munter. Ich flieg derweil schon mal, wir haben nicht so viel Zeit. Wollte ich gerade sagen. Der lootet munter Lootstrahle ab und hey, hier, das habe ich gefunden und wow, jenes habe ich gefunden und was ist? Er läuft in irgendwelche Pilzsporen und stirbt. Dann sage ich, hey, komm, Xa, ich helfe dir. Ja, wir retten deinen Drachen, wir retten dich und deinen Loot. Heroisch habe ich mich geopfert quasi und angeboten, Xa zu helfen. Als er dann seinen Drachen nicht ausmachen konnte, habe ich gesagt, hey, komm, weißt du was, ich steige auf den Beifahrersitz und du fliegst. Und was hat er vor, dieser gute Xa? Ja, was macht er? Er steuert in die nächsten Pilzsporen und tötet uns beide. Jetzt stehen also zwei Drachen dort, zwei Loots sind irgendwo verteilt. Wir wissen nicht wo. Wir versuchen jetzt mit Sindes kleinem Mini-Drachen, ja, den opfern wir jetzt auch noch, versuchen wir jetzt noch irgendwo hinzukommen. Und ja, Sinde wird ihn nie wiedersehen und Xa ist schuld. Xa geht dann in die Drachenschlucht und holt fünf neue Eier. Ja, cool, ja, aber nicht die Story schon spoilern. Was denn für eine Story? Achso, von der Folge. Was du gesagt hast, sie wird nie wieder diesen Drachen sehen. Das weißt du doch noch gar nicht. Das wissen wir doch noch gar nicht. Nimm doch das Ende nicht vorweg. Halt, stopp, Koya. Da links jetzt mal einen Drachen. Ah, toll, dein Drachen haben wir auch nicht, meiner? Am Ende hat Xa wieder alles und Koya nichts mehr. Ne? Ja, das wäre auch wieder normal. Der rennt hier auch durch die Pilze. Ja, die sind. Ja, natürlich sind die Pilzsporen hier. Das sind keine Pilze, das sind die Sporen. Guck in die Luft. Sind lauter schöne weiße Pünktchen. So, und wo ist jetzt meiner? Wo waren wir? Wir müssten. Noch weiter runter, oder? Wir waren noch weiter unten, ja. Noch Stamina. Ich hab doch grad. Du warst wahrscheinlich dauerhaft am Klettern. Koya, das ist ein kleiner Drache. Pass auf! Ja. Da kriegt immerhin keinen Fallschaden, das haben wir jetzt ausprobiert. Die Nerven liegen blank hier. Ich weiß gar nicht, was Sinn da hat. Gleich nichts mehr. So, Xa. Ist mein Baby unterwegs. Weißt du wo? Ja, ich denke schon. Moment. Er denkt schon. Ja, ich also, weiß. Ich bin jetzt hier schon fast wieder im blauen Gebiet. Ich habe leider. Ja, die Koordinaten werden gerade im Chat gepostet. Der ist ja sehr hilfreich, der Chat hier bei solchen Sachen immer. Dafür vielen Dank. Aber leider haben wir hier kein GPS am Start. Insofern helfen die uns relativ wenig und ich habe auch bei der Map keine Marke an. Dein Drache soll links oben von dem anderen gewesen sein. Links oben? Wo war denn jetzt der andere? Warum? Oben. Nur für den Kick, für den Augenblick. Entschuldigung. Na komm. Wir gehen gerade die 90er durch. Na, Mann! Immer wenn ich fluche, kriegt Sinn ein Herzinfarkt. Ja. Du recht. Was können wir denn hier in das letzte Feld noch reinsetzen? Nochmal Narko hätte ich gesagt. Okay. Ich habe nur keine Samen mehr. Okay. Wo soll denn hier noch ein Drache sein? Ich guck mal, ob im Onkel was drin ist, mit dem ich ja vorhin mal durch die Büsche gegangen. Ja. Oh, ich habe wieder die. Ich habe wieder auch noch die hochbauen. Subscriber Notes an. Na, war doch klar. Hi Marian Radek, dankeschön. Vielen lieben Dank. Einen schönen Abend an dich. Aber das ist doch wunderbar, damit kriegst du Subscriptions, weil die Leute wollen es testen, ob du es vergessen hast. Nein, schon wieder keine Stamina! Ah! Oh. Ah, Koya! Mann! Der ist aber auch klein! Ja, na klar! Das ist nur so ein kleiner Drachen und warum bin ich jetzt hier unten? Wo ist mein Drachen?
Wo ist mein Loot? Fragen über Fragen. Aber echt. Rose, jetzt regeneriere Stamina. Der verhungert mir gleich im Übrigen. Ja, dann futter halt was. Sindewütchen. Sindewütchen. Sindepanikchen. Da bist du fündig geworden. Noch nicht, aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Okay. Aber der Xar ist heute von nichts wirklich überzeugt. Er glaubt immer nur, ne? Das ist immer so. Das hast du das noch nie mitgekriegt? Der lässt sich immer eine Hintertür öffnen. Ich glaube, da müsste was sein. Damit er am Ende nie schuld war, ich sollte fertig sein. Das müsste da sein. Achte da mal drauf. Naja, also... Aber Xar, du hast gesagt, ne? Das funktioniert einfach nicht. Wieder bei den Politikern. Wenn ich das nicht sicher weiß, dann sage ich vielleicht, weil ich es eben nicht sicher weiß. Wenn ich aber sage, keine Ahnung, der Stein ist, keine Ahnung, hart, dann ist das so. Da lässt sich nichts dran ändern. Deswegen ist es nicht vielleicht. Ja, dann bin ich mir aber auch sicher. Weichenstein. Ja, das stimmt, das kommt noch dazu. Wo will ich denn eigentlich gerade hin? Doch recht weiche Birnen gefunden, na egal. Ja, die gibt es auch. Rachi, wo bist du? So, wenn sich irgendjemand fragt, wo ich gerade hinlaufe, bitte nicht fragen, ich weiß es auch. Und warum habe ich keinen Lootstrahl? Warum sehe ich meine Leiche nicht? Ich habe meinen Drachen auch eher gesehen als den Lootstrahl. Dieser Satz ist befremdlich. Warum sehe ich meine Leiche nicht? Na gut, Xars Drachen kann man nicht übersehen. Ja, zum Glück. Ja, das ist richtig. Meinen hingegen schon relativ leicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir brauchen mal ein bisschen Stroh für die Komposthaufen. Kannst du pullen irgendwo? Ich habe schon welches mitgebracht. Okay. Was ist das denn jetzt für ein Trampeln? Das ist Wittchen, die wird nervös. Das dauert noch, bis du deinen Drachen wieder siehst. Also den einen brauchen wir 3 Komposthaufen? Ja, dann mal rum hier. So. Weiß ich nicht. Das ist ja kein Brot, ne? Nur Setsch. Das ist irgendwie blöd, das passt nicht so recht hier hin. Ja, das kannst du dir abbeißen, mir ist halt wurscht. Das ist voll fies, der Chat weiß ungefähr, wo ich hin muss. Das Problem ist, die Infos rechts, links, geradeaus, mach Map auf. Die kommen immer verspätet hier an und mach Map auf hilft halt nicht, weil wir keinen Marker haben. Ich weiß ja nicht mehr genau, wo ich bin. Rechts. Also willst du den ganzen linken wieder abreißen, Matze? Ja, die Frage ist wann dieses rechts war, ne? Er ist vorbeigegangen. Ich werde ihn nie wiederfinden und Xar ist schuld und meine Leiche mit den ganzen guten, tollen Sachen drin ist aufweckt. Findest du noch den Ort, wo der Drache von Xar war? Nee, auch nicht. Sonst könntest du dich hinhocken und dann den Chat fragen. Die Stelle finde ich wieder. Uff, hallo Weihnachtsgönni. Es ist ganz schlecht. Okay, ich bleib jetzt hier einfach mal sitzen und warte, bis der Chat mir eine Info sagt, in welche Richtung ich in Blickrichtung Drache jetzt fliegen soll von hier. So. Machen wir das jetzt einfach so. Ha! Kleber, ne? Mhm. Sollte mal kurz die Blätter ausmachen, dann regeneriert das sogar Stamina währenddessen. Rechts hinter dir. Gegenüber. Moment. Ja, was jetzt, denn das ist jetzt? Aber rechts hinter dir und gegenüber sind zwei verschiedene Richtungen. Umdrehen. Also momentan ist umdrehen. 180 Grad umluft. Das haben wir gelernt. Unter dir. Rechts hinter gegenüber umdrehen unter dir. Ja, der Chat ist sich einig. Unter dir gucken. Vorn, unten.
Unter dir. Unter dir sind viele. Unter dir, oben, unter dir. Ober dir. So, jetzt bin ich eins runter. Jetzt bin ich aber ganz am Boden. Guck mal, einer ist ehrlich. Keine Ahnung, hab mir es nicht gemerkt. Runtergucken. Danke, Charlie. So gut gemacht. So, jetzt bin ich hier eine Etage tiefer. Sehe ich aber auch nichts. Eins hoch. Ja, jetzt bin ich mittlerweile wieder eins hoch. So, jetzt gucke ich einfach mal wieder hier in die Walachei. Umdrehen links neben der großen Säule. Links neben der großen Säule. Welche große Säule? Wieder hoch, die Stelle ist oben. Sag mal, ich glaub, was machst du eigentlich? Du guckst so meditativ das Beet an. Ich guck, wie das wächst. Und dann so über den Orientierungssinn von Koya meckern. Leute, Leute. Ja, ich merk schon. Nein, die sind im Moment gar nicht süß. Ich will die nicht mehr behalten. Was willst du nicht behalten? Ach so, ich glaub, wir. Okay. Ich bin... Leute. Die Macht wird dich leiten, genau, schließ die Augen. nö. So, jetzt bin ich doch bei dieser großen Säule, oder was? Ey, Leute. Super. Also jetzt bin ich schräg rechts unter dieser Position, wo ich vorher war. Xar, find diesen Drachen jetzt! Ich bin ja schon am Suchen. Du hast es verbockt. Also im Chat steht, du standest neben der Säule und hast nach der Säule gefragt. Wer ist denn jetzt hier gerade runtergefallen? Hier wird schon gefragt, ob Koya einen Reisepass dabei hat, falls er eine Grenze überquert. Ich überschreite gleich hier sämtliche Grenzen, ja. Ganz hoch wieder sollst du. Und hier wird sogar zugegeben, das ist die Taktik von uns. Wenn wir für genug Verwirrung sorgen, schafft es auf einmal. Ah, verstehe ich halt nicht. Verstehe ich auch nicht. In der Nähe vom Weihnachtsstego. Ich hab. Da rennen aber um mehrere Weihnachtsdekos rum. Gefunden! Gefunden! Yay! Wo? Gib mir irgendwie einen Hinweis. Hier. Was er die ganze Zeit gesagt hat. Habt ihr gefunden? Komm mal zu den. Noch sind sie nicht zu Hause, Sinde. Sindefällen. Aber gefunden haben sie ihn? Zu den Sindefällen? Ja, aber das heißt nichts. Ja, okay. Ja. Moment, wo ist denn der Fluss? Boah, bis die fertig sind, ist mal ein anderer Drache erwachsen, ne? Ja, gut möglich. Dann kannst du losfliegen und die Jungs suchen. Ja. Ich würde es lassen. So, ich glaube, ich bin bei den Nee, das sind nicht die Sindefälle. Ich bin bei den anderen Falls, glaube ich. Ja, die anderen müssen weiter links liegen. Sindefälle? Moment. Für den Fall, dass ich einen weißen Dödi gezähmt hätte, könnte der Chat mir mal Vorschläge machen. Welches Geschlecht hätte er in diesem unwahrscheinlichen Fall? In diesem unwahrscheinlichen Fall liegt die Chance bei 50%, dass es ein Weibchen ist. Sagen wir 52. Ah, okay. No ball. Wo sind denn die Sindefälle? Okay, das ist eindeutig, oder? Snowflake kam noch. Ich glaube, da vorne aber sind Snowball ist, glaube ich. Raffaello? Raffaella. Warte mal, die Sindefall. Moment, ist das hier Sindefall? Raffaella ist fast. Ja, das sind die Sindefalls. Okay, ja. ich bin in der Nähe der Sindefalls. Crystal. Moment, dann komme ich. Da ist so ein blauer Lootstrahl, kann das sein? Blanka. Die Wittchen. Noch durch. Und jetzt sagt Xar, ach nee, das sind doch nicht die Sindefalls, das sind die anderen. Genau. Ich bring dich um.
Die Sinneforts sind die mit dem Pelzbogen oben drüber. Ja, ja, ich weiß. Es ist Raffaella geworden. Ich sollte mit dem nächsten bisschen was in diese Cola reinmachen. Es ist Raffaella geworden, ja, oder? Ich weiß noch nicht, vielleicht nenne ich ihn mal oben, weil eigentlich ist er schon Snowball. Du kannst ihn auch Arche, milde Bleiche nennen. Nee, dafür ist er nicht weiß genug. Okay, klar, hi. Und das Zeug war auch scheiße. So, aber dann folgen Sie mir. Ich dreh durch, ich dreh. Pippo, ich brauche ja noch mehr Treppen hier. Ich brauche noch Anbau, gell? Ja, einiges. Frage, machen wir noch eine Stufe nach hinten mehr, oder? Die Frage ist, wie möchtest du denn die Ringe machen? Möchtest du die quasi auf den Boden zeichnen oder möchtest du die quasi, dass die aufrecht stehen? Du hast gerade den Rocktrike angeschaut. Ringe ist das Projekt, ja? Egal. Dachte ich, oder? Was war dein Plan? Ich habe keinen Plan. Glaubst du, ich meine, Ringe ist natürlich arsch viele Dödis. Ja, da müssen wir ein paar Mal züchten noch, ne? Ja, ein paar Mal. Irgendwie glaube ich ihm Xar noch nicht, dass er weiß, wo er hin will. Aber ich finde das toll. Das ist zu kompliziert. Er führt dich an die Oberfläche. Wir machen die einfach, genau. Wir zeichnen die Ringe einfach mit denen auf dem Boden nachher. Wir machen da keine Treppen draus. Wir müssen nur ganz viele Dödis noch züchten. Ja, komm, wir klappern das an. Habe ich dich angesteckt, Hippo? Das geht, glaube ich, am schnellsten. Ein bisschen? Gut. Yay. Nein. Sinde, wie kommt es eigentlich, dass das Dach hier noch nicht pink ist? Das Ding ist, wenn ihr jetzt Dödis züchtet, laufen wir echt Gefahr, dass Sinde auf die Idee kommt, auch noch Pferde zu züchten. Wo läufst denn du lang? Auf die Idee kann die auch ohne uns kommen. Ja, das glaube ich auch. Da braucht die Warte. Hippo, was sind denn die Farben? Weiß, Rot, Grün, da, Gelb und Blau? Richtung verloren und so. Einfach nach oben. Du müsstest alles getroffen haben. Einfach nach oben ist lustig. Okay, grüner Lootstrahl, Stego, wo bist du? Weiß? Ja, weiß war ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Genau, aber zum grünen Lootstrahl musst du. Rot, schwarz, blau, gelb. Da ist mein grüner Lootstrahl dahinter, genau. Ja, ich glaube, du hattest schwarz weggelassen, ne? Rot, grün, gelb und blau hattest du, glaube ich, ne? Leck mich am Pferd, Armin. Ja, also schwarz, statt nicht weiß. Weiß, ne? Ja, schwarz. Genau, ja. Gut, wir haben weiß, es fehlt schwarz, das ist schlecht. Blau haben wir ja, ne? Grün haben wir auch, rot haben wir. Rot haben wir auch. Gelb, so. Ja. Ja, geht so, geht durch, oder? Ja, jetzt haben wir ein Problem, genau. Wir haben hier drei Drachen, ne? Lass mal als Sindes stehen, oder? Ich hab doch gesagt, Sindes hat vorhin gebellt. Was machen wir da jetzt? Ihr portet einen zu euch rüber. Das geht ja auch nicht. Ja, da in den Tranfunks ist er noch vorher. Ihr könnt doch Sindes zu euch porten oder irgendwen. Ach, Sinde, könnt mal zu uns porten, ja, das ginge. Ansonsten hätten wir jetzt hier eine Folge halt mit Drachen auf Follow, das ginge auch. Das ist ja schon fast Cheaten, wenn wir jetzt einen porten. Es ist eigentlich exakt Cheaten, ja. Komm, wir kriegen die doch auf Follow heim, oder, die Lady Sansa? Oder ich setz mich drauf, meinen kriegen wir eher auf Follow heim. Der ist ja doch recht stark. Also Hippo, das wird richtig kompliziert, weißt du das? Komm, ja, nu. So, Xar, du läufst ein bisschen vor, bitte. Wollen wir direkt hier oben bleiben oder wollen wir runter zum Fluss? Ich denke, von hier oben geht's noch besser, oder? Ja, ich denke auch. Hippo holt die Werbeslogans raus. Ich weiß noch nicht halt, ob der Drachen auf Follow hier irgendwann runterfliegt oder so, da müssen wir halt nachfolgen. Dann müssen wir halt schauen, ja. Aber wie kann man das denn umsetzen, Hippo? Also ich brauche ja von jeder Farbe mindestens 5 Stück, wenn wir Ringe machen wollen. Ja. Ich bin total im Subnautica-Mode immer noch. Ich habe gerade gedacht, oh cool, ein Frack. Wirklich schauen, solange Koya nicht aufpasst. Ja. Ja, ich passe nicht auf, aber die wollen irgendwie 1000 Dödis machen. Nein, das Ding ist, wir brauchen mindestens 25 von der richtigen Farbe. Wie viel müssen wir züchten, bis wir das haben? Wir brauchen noch 25 mal von der richtigen Farbe. Wir mal kurz gucken, ob die... Nein, also... Also in Summe 25, ja. In Summe 25, ja. Ist nicht wie bei den... Ich dachte, es ist wie bei den Ravagers. Erstmal brauchen wir noch einen schwarzen. Dass die, weil die Ravagers springen mit auf die Zipline, aber die Drachen gleiten nicht beim Folgen. Die Drachen leider nicht, ne? Da müssen wir hier rechts. Das sind schwarze Dödis? Nein, oder? Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht auch ein ganz dunkles Blau oder so. Dunkelgrau sollte es ja geben. Oder dunkelgrau, ja. Zum Glück greift die einfach nichts an, ne? Jo. Das ist wirklich gut. Gut ist, dass wir hier eine Parallelkonversation führen können über Themen, die normalerweise kritisch sind und keiner merkt. Doch, ich merke das schon. Ich ignoriere das nur total, weil ich kann eh nichts gegen machen. Das ist richtig. Und die sind gerade... schon.
Jetzt müsste man eigentlich... Ach egal, kann man mal ein bisschen Erkundung. Ja, wir können da jetzt einfach am Rand einmal rumlaufen, das geht auch. Ja. So. Ist zwar ein bisschen länger, aber ich denke auf jeden Fall einfacher. Vielleicht findet man ein paar ganz schöne Ecken. Ich wollte sowieso mal gucken, diese... Hier links ist doch der See, oder? Oder links ist doch so eine... Ja, links ist der See. Und da oben, da ist auch so eine ganz ebene, gerade Fläche. Habe ich schon überlegt, ob man da vielleicht mal bauen könnte. Das wäre noch so einer der... Oh, jetzt müssen wir gleiten. Hilft mehr nichts. Dödis für Matze. Vielleicht springt er ja auch auf die Zipline. Nee, leider nicht. Ja, scheiße. Da müssen wir runter zum See. Soll's. Also, Hippo, du hast einen Auftrag, ja? Ich habe einen Auftrag. Und ich fange einfach mal an, hier wild rum zu züchten. Oh, da rennt noch ein rotes Parasaur. Ja, finde ich gut. Das kannst du auch viel besser als ich. Sind lauter Weihnachtsdinos. Wir rennen, das sieht so lustig aus. Hilfe, Hilfe, ich will nicht. Sehr geil. Oh, da springt der. Ach ne, der ist neun gefressen. Dachte, das ist eine türkise Krabbe. Ja, die ist nicht naturtürkis, die ist nicht naturblond, die ist gefärbt. Pixa. Ja. Insgeheim ist er das. Hier, lauf du mal vor, du kennst bestimmt den kürzesten Weg, oder kennst ihn gerade nicht? Moment. Also ich würde jetzt hier links runter den Bach und dann am Fluss entlang. Warum machen wir das, was soll's? Nee, ich würde jetzt eher geradeaus. Ja, hier so halb rechts, schräg drüber. Ja, nee, hier hoch, ja. Ah. Jetzt den Weg. Mach keine Experimente mehr. Nicht mit Sinnesdrachen. Gut. Sinde atmet durch. Da hängt ein Weihnachtsparasaur im Pilz. Also nicht am Pilz, sondern oben auf dem Pilz. Ein Pilzparasaur. Lenkt nicht ab. Du hast ein Fail gemacht. Konzentriert euch lieber, wir brauchen noch einen dunklen Dödi. Genau. Einen dunklen Dödi? Gefunden? Ja, in schwarz. Ach, in schwarz, na gut. Ja, am besten schwarz. Bring ihn einfach mit. Der wäre jetzt blau. So dunkelblau? So richtig dunkel? Ja, so richtig dunkelblau. Aber er hat pinke Flecken. Ja. Die kann man rauszüchten. Gut, soweit weiß ich dann doch nicht Bescheid, aber das. Bestimmt irgendwie. Sag ich mal so. Greifen die Krabben eigentlich die Drachen an? Ich habe mich noch nicht vor eine gestellt. Was ist das denn? Ach, wenn ich in das Gewehr Trank Darts packe, dann geht dann nicht der Zielfernrohr runter? Ist ja assi. Ja, das ging noch nie. Ich hab gerade in der Tat keine Ahnung, ob ich auf dem richtigen Weg bin. So, das hätten wir. Mein Gaul, ja. Oh, die Kia müsste schon wieder Schnappatmung bekommen, so langsam. Echt, ist das so? 2 Minuten habt ihr noch, ja. Ihr holt schon Luft. Ja. Ich bin so aufgeregt. Gleich ist es vorbei. Mein Auftritt, gleich ist vorbei. Keine Ahnung, ob der Weg richtig ist. Hilfe. Aber müsste eigentlich. In der Richtung her müsste es eigentlich passen. Komm schon her jetzt, Drachi. Sternchen sagt doch am Fluss lang und dann rechts hoch auf die Bibel. Also ich bin zu Hause. Ja, das sind mein Film. Du wolltest keine Experimente machen, also bitteschön. Mecker nicht. So, mal ein paar Mejos einpacken hier. Du kannst ja zu Fuß wieder zurückkommen, Xa, und Drachen abholen. Wenn ich wüsste, wo du bist. Wenn ich wüsste, wo ich bin. Ja, das ist das Problem. Xa habe ich gerade gesehen. Ja, ich sag ja, ich bin zu Hause. Ja, mir geht's gut. Alles gut. Wenn es Drachen geht's auch gut. Blutet nur ein bisschen, aber sonst alles gut. Nein, alles gut. Er ist jetzt komplett rot, aber es geht ihm super. Ja, ich hab gedacht, die Farbe fandst du doch nicht so toll und da hab ich gedacht, komm, holst du der Sinne mal. Huch? Oh, okay. Das heißt ja hoch!
Hoch heißt, ich habe gerade eine Entdecker-Notiz geöffnet und dein Drachen kriegt jetzt richtig Level. Wir müssen dringend an unserer Kommunikation arbeiten. Levels. Na komm. Ist egal. Ich blute. Was vom Dödi? Das ist wirklich egal. Der Drachen blutet. So, jetzt brauchen wir noch mal ein Pärchen Grün, ne? Sinde, dein Drachen ist richtig gut. Der ist total tapfer. Er blutet gut. Ui, das wird schwer. Grün wird schwer? Ich habe zwei grüne Weibchen. Ich muss es nochmal mit dem roten probieren und dem grünen. Mal gucken, was bei rauskommt. Ach ja, hier weißt du was. Obwohl, ach, mal, hier oben ist ein Trottel. Da. Ich bin ein Hippo. Jetzt lohnt es auch nicht mehr. Suchst du auch Dödis? Finde ich sehr geil von dir. Cool. Ich dachte, wenn ich jetzt hier nichts Gescheites zu tun habe, dann gehe ich auf Dödi suchen. Nichts Gescheites zu tun? Also irgendwelche Drachen halb tot machen. Unglaublich. Aber es wäre in der Tat die simpelste Variante gewesen. Der Chat hat mal wieder jetzt den Vorschlag. Jetzt, wo ich dann auch daheim bin, ja, kommt der Vorschlag. Wir hätten einfach ein Bett aufbauen sollen und dann wäre jemand nackig rüber gespawnt und dann wäre es sehr schnell gegangen. Stimmt. Oh, ja. Hätte man mal drauf kommen können. Wir denken halt nur an Cheat. Ja. Oh Mann. Oha. Es tötet hier machen sehr. Können. Xar, hier hinten ist noch Metall, wenn du mitnehmen willst. Ich bin schon, oder war ganz anders. Hm. Und wir sind auch am Folgenende. Ich bin am Ende der Nerven. Wo ist denn jetzt mein Drachen hin? Oh, jetzt, Entschuldigung. Bin ich gerade dran, Weibchen miteinander zu verpaaren und frag mich, warum es nicht klappt. Ich hätte da eine Theorie. Ja, ich auch. Sag mal. Ja. Weil hat was mit Bienchen und Blümchen zu tun, ne? Ja, genau. Ja. Mit zwei Blümchen. Himmel, Herrgott, nochmal. Jetzt habe ich die ganze Pest hier am Hals. Und warum tust du nichts, Saphiro? Ich hab dich auf neutral gepfiffen. Verteidige mich. Beiß endlich zu! Ich droppe! Der kann grad nicht, der hat sich gerade die Zähne geputzt. Not enough Stamina! Du weißt das nicht, ne? Not enough Stamina! Lass doch lieber! Ja, ist ja gut, ist in Ordnung! Der kriegt auch gerade keine Stamina im Wasser. Ach, ist alles super! Sind ja nur ein paar Piranhas drin. Red euch. So, Drachen ich glaub, gewechselt. Das Projekt Grün muss nehmen wir den Kleinen auf Follow. Na ja, gut, wir müssen ja keinen Stress machen. Ne? Warte. Da. Ich hab einen. Da ist kein Dödi. Pechschwarzer Dödi mit blauen Flecken, Level 116. Männchen. Ah, das Level ist fast eigentlich ein bisschen zu hoch, aber nehmen wir. Nehmen wir, ja. Wo bist denn du? Wie sag's? Da, du schießt dich gerade voll in die Herzen, das ist gut. Wo bist du, Luxa? Ich bin im Prinzip im Stadtgebiet, nur oben auf dem Rand oben drauf. Das Problem ist aber, der Dödi ist ziemlich angenagt, also der müsste erstmal gut regenerieren, bevor man den tamen kann. Ich hab Darts. Ich weiß nicht, der hat. Moment, ich schau nochmal. Allerdings habe ich nicht sehr viele Darts. Der hat. Naja, gut, 1700 Health. Von 4500. Also so. Die Darts machen aber fast keinen Schaden, oder? Naja, so 19, 20 Schaden machen sie. Ja, sowas mit den Drehungen. Also man kann es mit den Darts probieren, aber. Wie viele Darts brauche ich denn für den wohl? Was macht denn ein Dart an Taufo? Ich habe nicht die leisesten auch eine Ahnung. Ach du Kacke, der hat 6300 Taufo. Ja, dann habe ich wohl kaum dann genug mit. Dann muss ich jetzt noch ein paar Darts bauen. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bin zu Hause.